Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Live. Ich bin Keule und ich habe, ja, wie versprochen, mich nochmal in den T110 E3 gesetzt und werde heute versuchen, hier ein bisschen was Besseres auf den Tisch zu bringen, als das bisher der Fall war. Hat ein bisschen gedauert, bis ich mich mit dem eingespielt habe. Habe inzwischen ein 1er präsentieren können. Leider ist das Replay nicht abspielbar. Man sieht es halt nur World of Tanks Replays, dass ich hinbekommen habe. Aber es ist leider, ja, wie gesagt, nicht abspielbar. Das finde ich ein bisschen schade. Was soll ich machen? Hilft alles nichts. Es ist komischerweise dieselbe Karte, auf der ich hier gerade unterwegs bin, auf der ich auf den First Class gemacht habe. Wollen wir uns jetzt mal ein bisschen umschauen, ob es nochmal möglich ist, vielleicht was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Mir fehlt einfach aktuell massiv die Zeit, mich hier richtig auszutoben. Familie geht vor und auch diverse andere Sachen, die einfach mit dazu gehören. Dürfte den meisten von euch, denke ich mal, eher ähnlich gehen. Aber dass wenigstens es am Schuss kommt. Ja. Wenn mir abprallt. Ich weiß nicht, ob ich das als Schwachstelle direkt sehen kann. 85 Schaden macht er schon mal. Mit HE. Ja, kommt man tatsächlich durch. Wenn man möchte. Eigentlich keine Schwachstelle. Aber mit der Pumpe geht, glaube ich, einiges. Da hinten steht die Arti. Das heißt, wir müssen uns hier auf jeden Fall wegbewegen. Vielleicht die Gehirnschuss angebracht. Zwei Sekunden noch. Nicht so richtig. Okay. Haben wir die Außenlinie oder nicht? Das ist die große Frage. Rechts rum. Haben schon einige vorgemacht, dass es funktioniert. 2 zu 1 steht. 710 Schaden. Erst ein Schuss wirklich ins Ziel gebracht. Natürlich noch lange nicht genug. Direkt reinrutschen. Hoffen, dass der Leopard 1 da hinten nicht in der Lage ist, uns da zuverlässig zu beschießen. Da kommen wir auf jeden Fall durch. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Auch hier müssen wir da aufpassen, dass die Artillerie uns da nicht zu viel Munition entgegenkommen lässt. Badger von rechts. Muss man leider ein bisschen mit aufs Korn nehmen. Standardmunition unterwegs. Bin halt hier, will ich sagen, Premium Only, aber man weiß, wo er hinschießen muss. Unsere Wanne, selbstverständlich, kein Problem. Eine gute DPM, also er lädt extrem schnell nach, dafür, dass er eigentlich relativ wenig Alpha-Schaden verabreicht. Geht er recht gut. Kann er recht gut austrennen. DPM stärkstes Fahrzeug. Geht gleich nochmal einen rein. Nur in die Kette. Reicht zum Reparieren, reicht auf jeden Fall aus, ja. So, vielleicht fährt da einer auf die andere Seite, dann könnte ich hier ein bisschen mit unterstützen. Das dürfte den meisten ein bisschen zu gefährlich sein. Problem ist halt, wenn der Badger durchdrückt. So, da hat er nochmal ein bisschen Munition angebracht. Ich glaube, da kommen wir nirgends durch. Doch, da oben kommen wir durch. Aber da nehme ich mir den nächsten Schuss raus, das würde ich gerne vermeiden. Ist allerdings eingeschlossen.
1903, ziemlich eindeutige Angelegenheit. Ich hoffe, dass es dass gleich noch eine zweite Runde gibt, dass ich ein bisschen mehr glänzen kann. Ich möchte nicht unbedingt rausgehen. Fletcher schießt, brav. Ja, One-Shot für mich. Inzwischen auch auf Premium-Munition gelandet. Ey, da werde ich nichts riskieren. Ist mir ein bisschen zu riskant, mich da über ihn herzumachen. Dürfte sich gleich wegdrehen, wenn er immer beschossen wird von hinten. Probieren wir es aus. Kann ja noch schief gehen. Oh, okay. Hat funktioniert. Holen wir uns den noch? Ne, den holen wir uns nicht mehr. Also 2800 Schaden habe ich ausgeteilt, 1920 Schaden habe ich geblockt. Wenn du den wirklich erfolgreich spielen willst, kommst du am Premium-Munition nicht vorbei. Wenn du, ja, hat man gerade eben gesehen, nur mit Standard unterwegs wärst, wäre hier kaum ein Schuss angekommen, beziehungsweise durchgekommen. So, jetzt fehlt noch ein K91. Ebenfalls ein absolutes DPM-Monster, K91. Einer der am seltensten gespielten Mediums aus dem russischen Baum, weil er halt ein bisschen speziell ist. Heckturm. Kann aber unheimlich viel Spaß machen. Wenn man den Spaß mit dem haben möchte. Kann auch extrem nervig sein. So, was gibt's dafür? Vielleicht ein Dreier? Ich glaube nicht mal ein Dreier gibt's dafür. Bin mit dieser eingeschränkten Mobilität nicht unbedingt so zufrieden. Das ist nicht unbedingt mein Spielstil. Wenn ich überhaupt einen Spielstil habe, ja, das Ganze ist ein Dreier. Das wenden wir gleich mal an. Wir sind auf Platz 6 gelandet, wenn ich das richtig sehe. Hm. 6 Schüsse abgefeuert, 4 getroffen, 4 geschlagen. Haben 50.000 plus gemacht, weil das halt auch unser erstes Gefecht war. Unser erster Sieg war. Gibt es dafür für eine Wertung? Eine 7200er. Da sind wir deutlich drüber über meinem, was ich sonst so fabriziere. Wir hängen gleich die zweite Runde hinten dran. Ohne groß Federlesen. Wie gesagt, aktuell fehlt mir, was heißt aktuell? Es wird nicht viel besser, fehlt einfach die Zeit, hier wirklich ja, aktiv zu spielen. Bei mir geht aktuell wirklich vor. Und das ist viel Arbeit. So ist es leider. Jo. Reines Zehnergefecht, selbstverständlich. Damit kann ich absolut leben, beziehungsweise gefällt mir. So muss das sein. Wir werden gleich da unten in diesen Graben fahren. Gegnerteam ebenfalls 2E3, 1E4. Wir haben einen Chieftain in den eigenen Reihen. Der Gegner hat VK7201K. Wenn man also die Belohnungsfahrzeuge so annimmt. Ansonsten keine Belohnungsfahrzeuge dabei. Alles ganz normale Fahrzeuge, die man erforschen bzw. ganz locker auch so kaufen kann. So. 20 Gramm mal vorwärts mehr. Das fehlt mir leider ein bisschen, dass da vielleicht ein bisschen mehr Punch ist im Motor, aber das, irgendwo muss ja eine Schwachstelle sein. Und das reicht nicht, wenn der Panzer keinen Turm hat. Das muss der zweite Schwachstelle, ja. So, VZ55 ganz hinten, E4 ganz hinten. Das ist, ja, interessant. Nennen wir es mal interessant. Das ist natürlich nicht interessant. Ich finde es eine Sauerei. Artillerie hat es jetzt schon entdeckt. Ja, guck. Hier ist die liebe Keule. Gibt mal einen kritischen Treffer. Vielleicht kann da einer einen Schuss drauf anbringen. Dass der sehr gut gepanzert ist, dürfte glaube ich klar sein. Holen wir uns den trotzdem.
268 Version 5 mit 750 Alpha-Schaden. Bleibt da allerdings hängen. Und wir ziehen uns hier ein bisschen zurück. Hoffen, dass die Artillerie gleich irgendwo daneben schießt. Denn die wird hier weiterhin eingezielt sein. E3 müssten wir uns eigentlich holen. Boah, daneben. Wohin sonst? Diesen E3 brauchen wir nicht probieren. Bam. Kurze Unterstützung. Auch hier wieder hoffen, dass wir nicht von der Artillerie eins draufkriegen. Das ist ein ideales Ziel hier. Zwei Panzer direkt hintereinander. Da mal Maus. Bringen wir uns das Sprechen bei und nennen sie Mickey. Zack ran. Nicht groß zögern, immer Druck, Druck, Druck. Es hilft nichts. Es bringt nichts hier. Es kommt auf uns zu. Schaden und ein bisschen Kette. Also die überschweren Panzer haben es extrem schwer bei der aktuellen. Also wie es aktuell läuft. Man kann mit Premium-Munition so viel wie möglich Premium-Munition laden, wenn man möchte. Vielleicht sollte man es ein bisschen einschränken. Das heißt, auf einer gewissen Stufe oder je nachdem, um was für Panzer es sich handelt, vielleicht die Munition ein bisschen ja, einschränken halt. Rechte Seite ist komplett geräumt, das heißt, wir werden uns, wenn wir hier hochgefahren sind, nach links orientieren. 8:5, ziemlich eindeutige Angelegenheit, auch hier wieder. Basis verteidigen. Also ich habe eigentlich gehofft, dass ich euch ein bisschen mehr präsentieren kann, aber es geht leider nicht. Das Team spielt nicht so richtig mit. Artillerie hat sich da sehr gut verschoben. Schießt von da oben. So, was haben wir noch übrig? Der E4 ist noch irgendwo da oben. Ne, da war ein bisschen zu schnell. Keule ist nicht mehr der flotteste. So ist das leider. E4 ist da drüben. Artillerie dürfte oben sein. Wir gehen auf HE. Denn egal, ob auf Artillerie oder auf den AMX treffen. Beides Ziele. Ich weiß nicht, ob die überhaupt zu Gesicht bekommen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube nicht, dass ich von dem irgendwas zu sehen kriege. Ich denke mal, dass die Artillerie gleich mal anklopft. Und die hat mich gerade eben aufgemacht. Da geht nichts weiter. Ich brauche eine richtige Stadtkarte. Also ich versuche noch eine Runde für euch, aber ich kann halt nicht versprechen, dass das funktioniert, hat bisher auch nicht funktioniert. Trotzdem, ich habe den ein bisschen besser im Griff. Vielleicht sieht man es gegenüber zu den anderen Videos, die ich da bisher gemacht habe. Arti raus und gleich geht auch der Aufklärer direkt mal baden. Ich hoffe nicht, dass sie den durchlassen. Ah, keine Chance für mich. Keine Chance für mich. Jo, wie gesagt. Also nur 2346 Schaden, nur 1240 Schaden geblockt, dafür gibt's nichts. Das ist nicht mal ein Dreier wert. Da muss man deutlich mehr bieten können. Wo ich am Leben geblieben bin. Doch ein bisschen Schaden selber gescoutet habe. Aber ich glaube nicht, dass es dafür ein Dreier echt dafür. Himmelswillen. Okay, wir probieren noch eine Runde aus. Vielleicht kriege ich mal was auf die Kette hier, im wahrsten Sinne des Wortes. Jawohl, gegen 10er. Das klingt vielleicht komisch, aber ich freue mich wirklich, wenn es halbwegs fair aufgeteilt ist.
Haben zwei Belohnungsfahrzeuge pro Seite. Ne, wir haben 907 noch auf unserer Seite. Also haben Gegnerteam einen VK7201K und ein Objekt 279. Im eigenen Team 279, ein Chieftain und das Objekt 907. Ja. Wasserseite allein schon, um den lieben Akku ein bisschen zu ärgern. Man fährt nicht auf die Wasserseite. Das macht man nicht. Weil ihr so schlecht seid. 10.000 Panzer fahren über die Wasserseite. Können Sie es wagen? Wir wären aber relativ allein da. Ja? Oder wieder was? Müssen wir? Oh, ich glaube, das wird schief gehen. Das wird schief gehen. Ich werde hier nur mich am Rand so ein bisschen aufhalten. Natürlich, kurz vorm eingezielt sein. Hier ist dann auch schon Sense. Eieieiei. Ja, die letzten Sekunden muss ich irgendwie noch auf die Reihe bekommen, dass ich so geduldig bin. Das fällt mir extrem schwer. Bandico, bleib am Leben. Fährt er innen runter? Bitte nicht. Ich brauche ja eine kleine Taschenlampe. Ich muss vorfahren, es geht gar nicht anders. Ich kriege hier keinen Schaden zusammen. Wir werden auf der linken Seite alles abgrasen, gnadenlos. Und wenn es so richtig weitergeht davon, werden sie auch gleich die Mitte dominieren. Objekt 430 Uhr haben wir schon verloren. Wir haben auch deutlich an HP eingebüßt gegenüber den anscheinend recht starken Gegner. Wir müssen einfach nur die linke Seite gewinnen, dann ist das Ding normalerweise durch. Auf unserer Seite kaum ein Panzer. Ich für die falsche Seite entschieden, Tatsache. 15, da würde ich auch sagen, eher benutzt. T100 LT. Wie man den nochmal aus? Da die Kette geholt. Jetzt fehlt mir halt Support. No Support, no Fun. Ja, wir holen den mal zurück. Die Crew. EBR gleich hinter mir. Jawohl, ich hab's mir gedacht. Schieß daneben. Das Ding werde ich hier gnadenlos versägen, damit ihr auch mal wisst. Also habt ihr natürlich vorher gewusst, dass mir sowas passiert. 173 Schaden gibt er mir. Ich kann nichts machen, Leute. Mehr geht nicht. Ein bisschen rammen. Und hoffen, dass dann die Heavy-Seite läuft. Aber mehr ist es nicht. Nee. Keine Chance. Okay, dass wir uns hier gerade eben so auseinandernehmen, hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Aber wenn man auf eine Seite fährt ohne Unterstützung, braucht man sich nicht wundern. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Mantico ein bisschen länger durchhält. Da machen wir natürlich ein ganzes Stückchen zu offensiv. Dementsprechend waren wir den relativ früh los. Und als der T100 LT es gemerkt hat, war dann außen vorbei. Hätte wahrscheinlich auf HE wechseln sollen, wäre es vielleicht noch halbwegs gegangen. Aber unterm Strich natürlich das
jetzt die rechte Seite verloren haben mit meinem Fehler, eindeutig. Weil ich war ja da. Ich hätte was machen können, aber nö. Wie viel haben wir denn? 867 Schaden, Gottes Willen. Was für eine lahme Runde. So. Das war's, würde ich sagen. EBR da hinten wird eventuell noch die Artillerie holen. Ich denke mal, dass er nicht viel mehr auf viel mehr Lust hat. Dass sich ums 279 kümmern, das ist sofort weg. Fährt natürlich mit Premium-Munition. Alles andere macht gar keinen Sinn. Ja, wie gesagt, auf den EBR kann man sich hier, ich will nicht sagen, nicht verlassen, aber es wird zumindest. Es bringt nichts. Ein Schuss noch. Der schiebt mich jetzt richtig zusammen. Ah, nicht ganz. Nicht ganz richtig. Das behindern sich die beiden, warum auch nicht? Artillerie gibt eine Artillerie. Die Artillerie gibt noch einen lustigen Schuss aus. Und dann ist alles hier. Da rechts. Nö. Hat sich auf den Aufklärer spezialisiert. Ja, okay. Also, ich werde sie nicht noch weiter in die Länge ziehen. Es kommt nichts Richtiges zusammen. An den ersten beiden Runden hat man vielleicht gesehen, dass ich mich da ein kleines bisschen gebessert habe. Dass ich auch die richtige Munition dabei habe. So mit kleinen Wink mit dem Zaunsfall. Zum Sieg hat es natürlich nicht gereicht. Obwohl wir hier ein Belohnungsfahrzeug extra hatten, aber es war natürlich viel zu wenig. Vor allem von mir viel zu wenig. Progetto 65 ohne Schaden. Beide fahren auch in einem Zug. Wollen wir jetzt mal gucken, was die, wie gut die sind oder eher nicht. Wer passt des Spielers? 18.000 Gefechte, 44% Siegrate, 3.000er Wertung, 12 Aces auf 175 Fahrzeugen. Ja, okay. Fangen wir mal mit dem. 47er, 4.400. Wenigstens hat er 32 Aces, aber auf 256 Fahrzeugen. 259. Eieieiei. 24.000 Miese insgesamt. Noch jemand mit schlechten Runden hier? Nö, dann bin auch schon ich. Artillerie vielleicht nicht so doll, ist Objekt 430U. Was haben wir da? Ich will jetzt niemanden bloßstellen hier, aber ich, nur, dass man weiß, vielleicht sollte man erst ab einer gewissen Wertung auf Stufe 10 fahren dürfen. Ich habe auch nicht die Mega, da gleich mal um das hier aufzuklären. Ich habe eine 6022er Wertung. Ich bin erst seit kurzem über 6000, habe 30.000 Gefechte, habe 60 Aces auf 259 Fahrzeugen und natürlich einige Fahrzeuge öfter geaced als das andere, aber trotzdem und eine 51,6% Siegrate. Zu meinen Lieblingspanzern gehören unter anderem Panzer, die ja eh schon für eine gute Siegrate stehen. Ihr wisst schon, was ich meine. Der hier zum Beispiel, Panzer 5-4. Mit 60% kommt der daher. Allerdings bei 30.000 Gefechten reißt der es auch nicht raus. Nur mal so als Hinweis. Ich bin jetzt nicht komplett schlecht, aber mir fehlt ein ganz weiter Sprung bis zu einem Mailand oder einem Mauserkorbat oder zu sonst irgendjemanden, der als gut angesehen wird. Nicht, wer sich selber als gut ansieht. Also mit einem Akku-Akku vergleiche ich mich nicht. In vielerlei Hinsicht. Aber das ist wieder ein anderes Thema. So, das soll es von mir gewesen sein, Leute. Ihr habt ein bisschen was zu sehen bekommen. Ihr seid wahrscheinlich alle schockiert. Das müsst ihr jetzt erstmal alle verdauen. Trinkt einen Schnaps. Trinkt einen auf mich. Wenn es euch gefallen hat, trotzdem draufklicken, Like da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut.